Hürde hier ist. 8. Juli, 68, 21 Uhr. Wir haben die Kutsche untersucht, die beim Versuch, das Verbrechen zu verhindern, zusammengebrochen ist. Wir haben einige verdächtige Gegenstände gefunden, wie zum Beispiel einen transmolekularen Raumkrümmer. Dieser Gegenstand stammt aus der Zukunft, aus unserer Zugzeit. Die Untersuchung hat eine unerwartete Wendung genommen. Vielleicht wollten die ja das Zeitparadoxon aufhalten, weil ganz böse Dinge geschehen, wenn sie das Verbrechen verhindert hätten. Kann ja sein. Oh mein Gott, es ist einer von uns. Ach so, Zeit ins Hotel zu gehen, ich dachte schon. Es ist ja ziemlich unheimlich und dieser Mord. Also gut, meine Herren, leeren Sie Ihre Taschen. Wir müssen die Räuber, die überfallen und unsere Sachen gestohlen haben. Es scheint, als wäre alles drin. Ja, und das ist ganz schrecklich. Die haben nämlich den diesen komischen Raumkrümmer sicherlich. Hof der Räuber. Schuld und Sühne. Okay. Ja. Können die... Also selbst die Räuber räumen nicht auf. Schlimm ist das hier in diesem Spiel. Dich suchen wir bestimmt. Nein. Nein? Werdet ihr uns zurückgeben, was uns gehört? Ihr könnt es haben. Es ist irgendwo da drüben. Was? Na dann. Das wird ja ewig dauern. Ich habe meinen Computer gefunden. Ah. Okay. Geldbeutel, Lippenstift, auf jeden Fall. Alles, was so nicht... Halskette? B? Ah, das war der Buchstabe. Fliege? Ärmel? Schuhe, 2 Stück. Seine natürlich nicht, das war ja klar. Geldbeutel, Handschuhe, Kamm, 2 Schuhe und eine Fliege. Das war der Kamm. Dass sie uns das so bereitwillig wiedergeben, ne? Geldbeutel? Das Geld ist hier schlicht schon weg. Ein Schuh? Ein Schuh? 2 Schuhe? Ah, ein Schuh. Da stehen aber noch 2 Schuhe. Die Feder habe ich auch noch nicht gefunden. Das Glöckchen? Nö. Das Ding? Nö. Okay. Der hat das sicherlich überhaupt nicht. Schuh? Ach, den Geldbeutel haben wir immer noch nicht gefunden. Ich dachte, das wäre der Geldbeutel. Wir lesen erstmal. Kapitel 15. Im ersten Augenblick glaubte er, er würde verrückt werden. Eine furchtbare Kälte ergriff ihn. Die Kälte kam aber vom Fieber, das schon längst, als er noch schlief, angefangen hatte. Es war genügend hell und er beeilte sich, seine ganze Kleidung vom Kopf bis zu den Füßen zu untersuchen, ob keine Spuren da seien. Es war aber anscheinend nicht zu sehen. Plötzlich fiel ihm ein, dass der Beutel und all die Sachen, die er aus der Truhe der Alten genommen hatte, noch immer in seinen Taschen lagen. Es war ihm bisher gar nicht eingefallen, sie herauszunehmen und zu verstecken. Auch jetzt, eben als er seine Kleider untersuchte, hatte er an diese Sache gar nicht gedacht. Was ging denn mit ihm vor? Augenblicklich begann er, sie sich herauszunehmen und auf den Tisch zu werfen. Mein Gott, flüsterte er. In Verzweiflung, was ist mit... Versteckt man? Okay. Da fehlt uns die Feder. Man merkt es. Ja, die Fliege und der Geldbeutel. Doch, das Ding. Das war die Fliege und nicht der Geldbeutel.
Gott verdammt! Ich sehe es nicht. Oh Menno, 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 Menno. Wo zum Henker? Ach da. Wo ist unser Geld? Euch entgeht auch wirklich nichts, oder? Gut, ich werde es euch sagen, aber im Gegenzug dazu will ich eure Brosche. Ups, alle Ehescheine sind abgefallen. Ohne Ehescheine will ich sie nicht. Das ist ja so ziemlich das Dämlichste, was ich so mitbekommen habe. Und ich wundere mich schon, was das hier für Stücke sind. Ich dachte, das ist für ein Glasscherbenstück. Die Steine sehen ein bisschen anders aus, oder? Ich wollte mal kurz nachgucken. Zwei Edelsteine fehlen uns noch. Da ist einer und... Feder fehlt uns auch noch. Da ist schon wieder ein Gemälde, ein Bild, was uns zuguckt. Oder irgendjemand, der uns zuguckt. Da oben. Es war so klar. Es war so klar. Aber das sieht ja wenigstens noch richtig cool aus. Passt das rein? Da. Hier nicht, hier nicht, hier nicht, hier nicht, hier nicht. Hier auch nicht. Da auch nicht. Da. Da kann man echt ein Stück nehmen und testen. Da. Okay, die Wände anscheinend immer so ein bisschen parallel laufen. Da. Die Runden kommen auf jeden Fall hier rein. Ah, okay. Okay, da, da und... Ist das drin? Nein. Ach, das kommt da rein, okay. Und das gehört dann wahrscheinlich hier rein. Und dann haben wir noch irgendwo ein rundes. Ein längliches. Flupp. Und da. Nein. Ja. Da. Da. Doch da. Und da. Das kommt hier rüber. Das kommt wieder hier rüber. Mhm. Dahin. Oh, das ist ganz schön. Dahin. So, wo kommst du hin, mein Freund? Dahin. Wo ist noch so ein längliches da? Und so ein Dreieck. Und noch so ein... Dahin. Und noch so ein Dreieck. Mensch, Mensch, Mensch. Dahin. Dahin. Das kommt dahin. Das könnte dahin gehören. Dahin. Dahin. Muss aufpassen, dass ich noch, nicht nochmal rausklicke. Du kommst dahin.
Dahin und dahin. Oh, wir haben es zusammengesetzt. Sieht nicht so schick aus. So, hier. Also, wer hat euch angeheuert, um uns in den Weg zu legen? Ah, ja. Es war der Kutscher. Er hat mir Geld gegeben und mich gebeten, euch auf der Straße aufzulauern und euch den Angst einzujagen. 9. Juli 1866, 39. Nachdem wir etwas Druck ausgeübt hatten, war es uns möglich, den Boss der Räuberbande ausfindig zu machen. Wir hatten eine nette Unterhaltung, nachdem wir ihm ein wenig unter Druck gesetzt haben. Er hat den Kutscher mit einem Zauber belegt, sodass er die Räuber bezahlte und uns Angst einzujagen und unsere Untersuchung zu verschleppen. Die Frage ist, wer ist der Kutscher und woher hat er das Geld? Aha. Ach ja, das ist echt schlimm. Und Räuber bezahlen und pipapo. Was hast du vor? Reck hier gehen, okay. Num, 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 num. Haus des Herrn. Schuld und Sühne. Odonowski. Oh, wir sind wieder in sein Zimmer. Und natürlich fällt mir gleich auf, dass hier so... Ach, das ist echt so. Genau, solange er nicht da ist, nehmen wir einfach mal wieder alles mit, was wir finden können. Alles, was irgendwie wertvoll aussieht. Ach, das war die Feder. Mal sehen, was sich darin befindet. Abgeschlossen. Wir benötigen einen Schraubenzieher. Okay, das hat sich dann schon mal erledigt. Wie kommen wir hier wieder weg? So. Einen Schraubenzieher. Erstmal ist da Gold. Da ist noch irgendwas. Und da ist noch irgendwas. Und da ist sicherlich noch irgendwas. Und wir können eine Story lesen. Kapitel 16. Die Überzeugung, dass alles, selbst das Gedächtnis, selbst die einfachste Überlegung ihn verließen, begann ihn über unerträglich zu quälen. Was fängt er denn schon an? Beginnt denn schon die Strafe? Ja, so ist es. So ist es. Was ist denn mit mir los? Rief er wieder. Wie verloren? Da kam ihm ein seltsamer Gedanke. Dass vielleicht auch seine ganzen Kleider blutig seien. Dass vielleicht viele Blutflecken da seien, die er bloß nicht sehen, nicht bemerkte. Weil seine Sinne geschwächt und gleichsam zerschmettert seien. Ein Verstand verdüstert sei. Plötzlich erinnert er sich, dass auch an dem Beuteblut war. Ach, also muss auch in meiner Tasche Blut sein, weil ich den noch nassen Beutel in die Tasche steckte. Augenblicklich kehrte er in die Tasche heraus und in der Tat, auf dem Futter der Tasche waren noch Blutflecken. Oh, oh, oh. Zwei Ohrringe. Schraubenzieher natürlich. Ach, das Ding. Das Ding. Justitia-Statue. Ah, da war der Schraubenzieher. Kiste. Medaillon. Da sind schon wieder die Handschuhe. Medaillon. Da. Das ist die Axt. Löwenstatue. Zwei Ohrringe. Wo sind die zwei? Da müsste einer sein. Und da ist einer. Und dann befindet die sich bestimmt hier drin. Mal gucken. Okay. Oh nee. Okay, der bewegt den. Ja, den muss ich bewegen. Ha, geschafft.
Das war einfach nur Try and Error. Justi. Die Kohlen sind zu heiß. Wasserflasche. Und weg da. Und nehmen. Und wir haben alles. Ich habe all diese Dinge in der Wohnung der alten Frau gesehen. Also war es doch Rodion. 9. Juli 1866, 11.20 Uhr. Wir haben jeden einzelnen der gestohlenen Gegenstände in der Raskolnikows Wohnung gefunden. Die Vermutung, dass das Verbrechen von jemand anderem begangen wurde und Raskolnikow angehängt wurde, ist unbegründet. Das wussten wir doch schon. Okay, wir gehen zur Wahrsagerin. Und die erzählt uns... Okay, Moment, auf meinem Computer gibt es eine Anleitung. Kapitel 57. Ein Mörder geht immer wieder in den Tatort zurück. Aha, ja, ja, okay. Ein Mörder geht immer wieder zum Tatort zurück. Wir hoffen, dass er das auch hier tut. Wie logisch ist denn das, bitteschön? Ein Hund? Ein Hund.